Ja, schönen guten Morgen im Sepper-Gymnasium. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie sehen hier unsere Novität, das heißt unsere neue Tafel, wo man ganz genau sieht, wie Naturwissenschaften funktionieren kann. Wir legen in unserem Gymnasium Wert auf zwei Dinge. Die jungen Menschen werden in Naturwissenschaften geschult und gleichzeitig werden sie geisteswissenschaftlich so geschult, dass sie die sozialen Innovationen der neuen Zeit mitverfolgen können. Das ist zum Beispiel Carsharing, das ist zum Beispiel eBay, das sind zum Beispiel die ganzen neuen Dinge, die neben den Naturwissenschaften in Silicon Valley entstehen. Und das möchten wir, dass unsere Schüler das verstehen, und das zeichnet unsere Schule aus. Schönen Dank. Nach den einführenden Worten des Professors, unseres Schulleiters der Semperschulen, geht es jetzt weiter mit mir. Mein Name ist Herr Schlumpe, ich bin der Fachlehrer für Mathematik und Physik und zeige euch jetzt erstmal den vierten Stock. Hier haben wir das Klassenzimmer der Klasse 8b mit interaktiver Tafel. Wie Sie sehen oder wie ihr seht, schön großräumig. Das heißt, im hinteren Bereich die Regale, eine Couch hat mit Einzug gefunden und auch hinten ein Stehtisch, dass man sich auch mal zusammenstellen kann. Hier sehen wir jetzt die vierte Etage weiterhin. Hier ist gerade noch ein sehr, sehr großer Raum, der uns zur Verfügung steht. Hier sollen dann ab nächsten Jahr noch zwei weitere Klassenzimmer entstehen. Derzeit werden die noch nicht gebraucht und somit freuen sich die Achtklässler über ausreichend Freiraum für die Pausen, um sich zu bewegen. Ich bin Sophia und ich besuche die 8. Klasse des Semper-Gymnasiums und ich finde es echt sehr schön hier. Hallo, ich bin die Emma und besuche auch die 8. Klasse des Semper-Gymnasiums. Und ich finde es auch sehr, sehr schön hier. Und besonders gefallen mir auch die Studierstunden, weil wir unsere Hausaufgaben in der Schule machen können und dann zu Hause mehr Freizeit haben. Und die Lehrer sind auch alle sehr, sehr nett und sind auch sehr höflich zu uns, können sich natürlich auch im Unterricht durchsetzen. Außerdem haben wir auch sehr coole interaktive Tafeln, mit denen wir sehr viel witzige Sachen machen können. Und in der Schule kommt man auch sehr gut klar damit. Außerdem sind auch die Schüler untereinander sehr nett zueinander. So etwas wie Mobbing habe ich selber noch nicht an der Schule erlebt und das finde ich auch sehr gut. Und wir haben halt sehr, sehr kleine Klassen, wo man auch sehr gut mit dem Schulstoff vorankommt und wo der Lehrer auch nochmal nachfragen kann, wo jetzt die Probleme liegen, sodass man auch immer gut dabei bleibt. Mittlerweile ist das Mikrofon bei mir gelandet. Mein Name ist Ulf Bellmann. Ich helfe im Semper-Gymnasium aus im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind jetzt hier gelandet in der 2. Etage und wir werden jetzt einen Blick hineinwerfen in die Theatervorführung zum Thema Aschenputtel. Viel Spaß! Ein weiterer Vorteil hier bei uns im Semper-Gymnasium liegt darin, dass die Schüler ihre Unterrichtsmaterialien über Nacht und übers Wochenende hier lassen können. Das heißt, die Zeiten der ganz schweren Rucksäcke sind im Großen und Ganzen vorbei. Ich bin Herr Seifert, bin der Oberstufenberater und Lehrer für Englisch und Geschichte. Hinter mir zu sehen ein Exponat oder beziehungsweise mehrere Exponate, die letztes Jahr 9. und 10. Klässler im Zusammenhang der Projektwoche bei mir zum Thema Stasi erstellt haben, aufgrund ihrer Erkenntnisse, die sie gewonnen haben bei mehreren Exkursionen in die Stasi-Unterlagenbehörde, ins Untersuchungsgefängnis. Es sind dann halt verschiedene Vorgehensweisen erklärt, sowohl grafisch als auch im Text bzw. tabellarisch, so dass das Ganze eigentlich wunderbar als Material zur Einführung ins Thema dienen kann. Jetzt sind wir an der letzten Etappe heute angekommen. Wir sind im Innenhof des Semper-Gymnasiums in unserem relativ neu, ganz frisch gestalteten Klassenzimmer im Grünen. Das heißt, wir können tatsächlich
im Grünen, draußen im Hof, in der freien Natur eine Unterrichtsstunde durchführen. Ist eine ganz andere Form des Unterrichts haltend. Wunderbar. Ich bin Sophie aus der Klasse 8b und wir machen heute hier am Tag der offenen Tür einen Crepe-Stand. Ja, wir verkaufen Crepes. Verschiedene mit Apfelmus, mit Nutella, mit Zucker. Ich bin hier als Elternteil, die sich die Schule mal anschauen möchte. Im Moment bin ich ja gerade mal in der Bücherei gelandet. Insgesamt gefällt mir die Schule sehr gut. Die Zimmer, die ich bisher gesehen habe, sind alle wirklich sehr, sehr ansprechend eingerichtet, auch viel moderne Technik. Die Lehrer, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, eigentlich wirklich ein sehr tolles, nettes, engagiertes Team. Also mein Eindruck wirklich nur der beste und kann eigentlich diese Schule wirklich empfehlen. Mit der Zange, das hast du ja noch nicht gemacht, ne? Dann müssen wir erstmal genau. Du darfst hier das nicht anfassen, weil das sieht zwar aus wie Wasser, ist aber kein Wasser. Aktuell befinden wir uns im Fachkabinett, vordergründig hier die Fächer Physik, Chemie und Biologie. Ein wahrer Traum eigentlich für alle Schüler und alle Lehrer. Unser Rundgang für heute endet da, wo wir angefangen haben. Wir sind hier im Physikkabinett an unserer schönsten, modernsten, jüngsten interaktiven Tafel und werden jetzt noch einen schönen Schwenk durchs Zimmerchen machen, in dem wir alles Wunderbare sehen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.